my daddy is. Warum gehen manche Fotografen auf die Straße, während andere im Studio arbeiten? Einige sehen sie wie einen Film, während andere in die Welt hinausgehen und sagen, zeig dich mir. Ein paar Auserwählte stürzen sich ins Chaos. Sie hoffen auf Momente, die ihnen das ungeschönte Leben zeigen. Sie sehen die Ambivalenz und die unwirklichen Seiten im Chaos. Auch im Chaos gibt es Momente der Klarheit. Ich war Art Director und engagierte Robert Frank für einen Auftrag. Es war interessant, weil ich noch nie einem Fotografen bei der Arbeit zugesehen hatte. Er war sehr körperbetont, mit den Bewegungen eines Balletttänzers. Er flüsterte den Mädchen immer etwas zu, während er sie fotografierte. Nach 2 Stunden habe ich das Fotoshooting verlassen und lief durch die Straßen. Plötzlich wirkte alles so lebendig. Jemand winkte ein Taxi heran, 2 Menschen umarmten sich zum Abschied. Und in meinem Kopf machte es Klick, Klick, Klick. Zurück im Büro wurde mir klar, dass ich weg musste. Mein Kollege fragte, wie das Shooting gelaufen war. Ich sagte, super, ich kündige. Er wollte wissen, warum, und ich antwortete, ich will Fotograf werden. Dann hat er mir die wichtigste Frage gestellt. Hast du eine Kamera? Ich sagte, nein. Er meinte nur, wie willst du, Trottel, ohne Kamera Fotos machen? Er öffnete seine Schublade und gab mir seine, eine Pentax. Benutz sie, bis du eine eigene hast. So fing alles an. Ich lief durch die Straßen, ohne zu wissen, was ich fotografierte. Ich wusste nur, dass ich mir das Leben anschauen musste. Es interessierte mich, wie Menschen bestimmte Dinge tun. Ich hatte den Eindruck, dass ich das festhalten muss. Eine Geste aus einer Bewegung heraus. Etwas Körperliches. Diese Sensibilität, die man als Straßenfotograf entwickelt, ist wunderbar. Plötzlich glaubt man nicht nur, die Person oder die Gruppe, die man fotografiert, zu verstehen, sondern auch die Gesellschaft an sich. Man reagiert auf seine Umgebung und erkennt gleichzeitig ihre Bedeutung. Was signalisiert eine bestimmte Geste? Welches Gefühl vermittelt einem eine bestimmte Person? All das schärft die Wahrnehmung. Es macht Spaß, sich auszutauschen. Nur ich kann mich auf diese Art mit ihnen identifizieren.
So lernt man seine Kultur zu lesen. Und das übt meiner Meinung nach eine große Faszination auf Fotografen aus. Ich trage meine Kamera, mindestens eine, ständig mit mir herum. Man weiß nie genau, wann etwas passiert. Wie ein Samurai. Zack! Es bleibt keine Zeit zum Überlegen. Man reagiert einfach. Ich bin in Belgrad, Serbien, geboren und aufgewachsen. In einer sehr sicheren Gesellschaft. Plötzlich wurde alles ganz schlimm. Um uns herum war Krieg. Die Leute sind halb verrückt von der Front zurückgekehrt. Überall waren Waffen. Die Kriminalität stieg an. Ich glaube, ich habe inmitten dieses Irrsinns, der Sanktionen und des Chaos mit dem Fotografieren begonnen, um bei Verstand zu bleiben. Hinter der Kamera ist man kein Teilnehmer, sondern nur ein Beobachter. In 2003 habe ich angefangen, die Junkies und Gangster zu fotografieren, in Bushwick und Bed-Stuy. Was hätten sie mir schon tun können? Sie haben mich nicht umgebracht. Also was soll's? Aber ich erinnere mich an ein paar angsteinflößende Situationen, in denen meine Hände beim Einlegen des Films gezittert haben. Sie haben wirklich gezittert. Doch sobald ich loslegte, nichts. Sie waren ruhig. Wie bei Wölfen, die deine Angst spüren. Das kann man nicht überspielen. Sie sitzt auf der Toilette und setzt sich einen Schuss. Ich stehe auf der Badewanne und fotografiere. Es macht mir nichts aus. Ich bin kalt. Keine Gefühle. Man wird zu denen, die man fotografiert. Man muss sich in sie hineinversetzen. Ich glaube, dass mir mein Akzent hilft. Ich klinge nicht wie die Leute, die sie hassen. So entsteht eine Art Beziehung. Natürlich wurde mir oft Crack angeboten. Einmal sagte ein Typ zu mir, hey Boogie, willst du Crack? Ich habe geantwortet, nein, ich bin ein Suchtmensch, lieber nicht. Und er aber, Crack macht nicht süchtig. Ach komm, halt die Klappe, sieh dich doch an. Ja, stimmt, tut mir leid. Die Gang-Kids haben gefragt, hey Boogie, willst du uns mit Knarren fotografieren? Ich konnte nicht fassen, dass das passierte und sagte, klar. Dann haben wir mit geladenen Pistolen im Flur eines Sozialbaus gestanden. An diesem Punkt ging es nicht nur um das Fotografieren, sondern darum, da zu sein.
Es gibt bestimmte Grenzen, die man nicht überschreiten darf. Welche das sind? Je tiefer man vordringt, desto besser werden die Fotos. Das wird zum Wichtigsten in deinem Leben und kann dich letztendlich kaputt machen und dein Leben zerstören. Ich dachte, dass ich mit dem Projekt weitermachen könnte, aber es war zu deprimierend. Wenn ich dort war, musste ich mich eine Woche lang davon erholen. Das Kapitel war abgeschlossen. Es war vorbei. Nachdem das Buch fertig war, habe ich es einigen Leuten dort gegeben und sie mochten es. Ich glaube, es hat ihnen das Gefühl gegeben, etwas zu hinterlassen. So geht es dem Fotografen auch. Man fühlt sich besser in der Gewissheit, dass man nach dem Tod etwas hinterlässt. Dein Buch wird noch in ein paar Läden stehen und andere werden es ansehen. Das gibt einem das Gefühl von Unsterblichkeit. Menschen, die New York fotografieren und der Stadt irgendwie gerecht werden wollen, haben ein Problem, da hier scheinbar alles gleichzeitig passiert. Lärm, Bewegung, Brände, Energie, Unstimmigkeiten, Gefahr. Fotografen in New York müssen all das berücksichtigen. Sie brauchen eine Art Protokoll, das menschliche Schauplätze und ein paar unvorhersehbare Variablen berücksichtigt. Kein Wunder, dass sich einige Fotografen etwas zunutze gemacht haben, was ich flüchtige Nachbarschaft nenne. Es ist scheinbar unmöglich, in New York mit allem Schritt zu halten. Aber das steigert die Motivation all derjenigen, die es versuchen.
Als ich 1975 nach New York zog, bekam ich einen Job bei der New York Post. Wir benutzten natürlich noch Filme und ich hatte zwei Kameras. Deshalb war am Ende meistens Film übrig. Auf dem Rückweg in die Redaktion hatte ich mir angewöhnt, durch Alphabet City zu laufen. Die Lower East Side glich zu dieser Zeit einem ausgebombten Kriegsgebiet. Riesige, leere Areale und Mietshäuser. Was ich während meines Anthropologiestudiums lernte, hat den Blickwinkel vorgegeben, aus dem ich New York fotografierte. Ich komme also eher aus der ethnografischen als aus der künstlerischen Ecke. Ich versuche auch nicht, investigativ zu sein und zum Beispiel die Vergehen von Vermietern aufzudecken. Mir geht es mehr um den öffentlichen Raum und wie Menschen ihn nutzen, wie sie überleben, wie sie das Material aus all den abgerissenen Gebäuden verwenden, um zum Beispiel ein Go-Kart oder ein kleines Clubhaus zu bauen. Danach habe ich gesucht. Alles Vergängliche ist ein wunderbares Motiv für die Fotografie. Es ist nur ganz kurz da, doch in weniger als einer Sekunde kann man es fotografieren und erhalten. Der Junge mit der Taube hat mir sein Skizzenbuch gezeigt. So bin ich auf Graffiti gekommen. Es hat nur eine Handvoll Leute gegeben, die Graffiti fotografiert haben. Ohne sie wäre vieles verloren gegangen. Es scheint, als wäre auf jedem Waggon ein wunderschönes Graffiti. Man konnte aber 5 Stunden lang dastehen, ohne ein einziges zu sehen. Es war nicht leicht, diese Züge zu erwischen. Ich bin vor Sonnenaufgang aufgestanden, auch im Winter, und hoch in die Bronx gefahren. Dann habe ich mich stundenlang hingestellt und auf einen Zug gewartet. Manchmal habe ich nichts vor die Linse bekommen. Manchmal kamen Anrufe, yo Martha, wir haben hier oder dort ein Piece gesprüht. Ich wollte immer den richtigen Hintergrund mit dem richtigen Zug erwischen und nicht 10 Züge vor demselben Hintergrund fotografieren. Im Buch Subway Art sieht man einen Hintergrund nie zweimal. Wenn ich ein schönes Graffiti mit einem schönen Hintergrund im Kasten hatte, habe ich einen neuen Hintergrund aus einem anderen Blickwinkel gesucht. Im Endeffekt hält man etwas fest, das in Zukunft von Interesse sein könnte. Erst wenn etwas weg ist, versteht man, dass man verpasst hat, es zu fotografieren. Hallo Jungs. Wie geht's? Meine Güte, harte Jungs, was? Ein paar ganz harte Jungs. Interessieren Sie sich für Fotografie? Ich muss. Ich habe gerade eine Fotoausstellung. Wirklich? Wo? Madison Avenue, zwischen der 65. und 66. Straße.
Madison Avenue, 65. und 66. Die Ausstellung heißt Street Cops. Street Cops? Die Bilder sind aus meinem Buch von 1981. Ninth Precinct, Midtown South. Das war vor über 30 Jahren, als es noch echte Cops gab. Ich hatte noch nie ein Buch über gute Cops gesehen. Es gab Bücher über Penner, Betrüger und Fieslinge. Jede Menge schlechtes Benehmen. Aber nie ein Buch über nette Polizisten. Schon gar keine Fotos. Und nichts darüber, wie dieser Job tatsächlich aussieht. Was es bedeutet, Polizist in New York City zu sein. Anfangs bin ich bei einigen Doppelschichten mitgefahren. Von 4 bis 12. Oder sogar später. Trotzdem habe ich die Geburt eines Babys verpasst, das in die Strumpfhose seiner Mutter plumpste. Ich saß immer im ersten Auto. Eine Sekunde später hätte ich den Moment verpasst. Damals ist noch nicht jeder mit einer Kamera herumgelaufen. Also musste ich mich unsichtbar machen. Am Anfang haben sie mal einen Gangster verhaftet. Er bekam Handschellen angelegt, wurde ins Auto verfrachtet und schrie: Schick die blöde Schlampe mit der Kamera weg. Ich dachte, das ist ja wohl dein geringstes Problem, Freundchen. Also sagte ich, begehe keine Verbrechen und du wirst nicht fotografiert. Und außerdem halt die Klappe. Sie hatten Angst vor mir. Ich bin eine strenge Mama. Natürlich hatten sie die Hosen voll. Beide Täter waren in Handschellen. Auf dem Boden war eine Blutlache, darin eine Packung Pell-Mell. Das Opfer hielt sich zurück, aber der Angreifer lehnte sich über den Tisch, weil er mit auf das Bild wollte. Ich hatte die meiste Zeit Angst, diese Gewalt. Ich möchte und peng, das war's, du bist tot. Einmal sind wir zu einem Tatort gefahren, wo ein Junge eine Schrotladung in den Bauch bekommen hatte. Die Farbe der Gewalt ist nicht rot wie Ketchup, sie ist grau wie der Tod. Darum ging es in meinem Buch, dass das kein Film oder Fernsehen ist. Es ist eine Ehre, ein gutes Foto von jemandem machen zu dürfen. Ein großes Privileg. Weil es das einzige Werkzeug ist, das die Zeit anhalten kann. Ich habe Soziologie und Kulturanthropologie studiert. Aber eigentlich wollte ich nur raus in die Welt. Und mir war klar, dass ich das mit der Kamera mache. Mir war klar, dass ich aus dem Buch Firehouse kein journalistisches Werk machen würde. Ich habe im Buch geschrieben, sie sind wie Soldaten, die für das Leben und das Eigentum anderer sterben. Aber sie töten nicht wie Soldaten, sondern retten Leben. Und so habe ich weitergemacht. Ich habe Männer gesehen, die sich wirklich liebten. Leider gibt es das nur an der Front oder im Kampf. Ich habe diese einzigartige Zuneigung und Liebe gesehen und die Zusammenarbeit. Ohne all diesen dummen Mist. Die Behutsamkeit, diese freundliche große Geste mit der Hand auf dem Kopf, so sanft. Besonders wenn ein großer Mann sanft ist. Das bewegt mich immer wieder. Sie hatten eine ganze Familie gerettet. Man dachte, das Haus sei leer. Doch dann hat einer der Jungs die Großmutter im Stockwerk über dem Feuer schreien hören. Das war zu viel für mich. Die Ereignisse haben mich immer bewegt. Aber ich wäre eher gestorben, bevor mich jemand hätte weinen sehen.
So viele haben wir verloren. 343. Oh, wow. Oh, als ich 1978 nach New York zog, hatte ich eine gewisse Naivität, Unwissenheit und Frische im Gepäck, da ich in einem typischen Vorstadtviertel aufgewachsen war. Hier habe ich alles förmlich aufgesaugt. Ich habe mich sofort in diese Energie verliebt und in das, was sie ausmacht. Die vielen Menschen, wer sie sind und was sie tun. Ich mag lebhafte Straßen, aber auch leere. Manchmal entdecke ich in einer menschenleeren Straße etwas Interessantes auf dem Boden. Ich sehe immer in Schaufenster und Banken, in Fenster und Cafés und bin gerne mitten in diesem Wirbelwind. Das gefällt mir. Alles daran. Wirklich aufregend an dieser Art der Fotografie ist das Element der Überraschung. Nicht nur in der Realität, sondern auch später auf dem Bild. Deshalb wartet man aufgeregt auf seine Fotos. Mir ist egal, wie viele Rollen ich für ein Motiv verbrauche. Es ist ja kein Wettbewerb. Manchmal klappt es auf Anhieb, meistens aber nicht. An den brennenden Schuh kann ich mich gut erinnern. Als ich ihn entdeckte, traute ich meinen Augen nicht. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passiert. Ich überlegte, wie viele Filme ich dabei hatte. Es waren 3 Rollen, aus denen ich später etwa 7 Bilder auswählte. Sie variieren. Das hier habe ich mit einem Fußgänger, Rauch und einem bestimmten Abstand aufgenommen. An dem Schuh habe ich wirklich gearbeitet. Manche finden meine Bilder lustig. Dessen war ich mir nie bewusst und es freut mich. Es ist schwer, lustig zu sein. Ich tue alles für mein nächstes Bild. Wenn ich etwas wittere, folge ich meiner Nase. Ich folge meinem Instinkt. Da draußen ist alles möglich. Aber das passiert nicht zufällig. Es ist eine Art Eingebung, vielleicht ähnlich der eines Jazzmusikers. Ich bin überhaupt nicht musikalisch, aber es muss eine Verbindung zu diesem kreativen Prozess geben. Ich weiß, wie viel Film und Zeit es kostet, um ein interessantes Foto zu bekommen. Glück spielt auch eine Rolle. Helen Levitt sagte einmal, dass jeder sein Glück selber gestaltet. Das ist viel Arbeit. Helen Levitt war eine zierliche Frau, die mit einer winzigen Kamera herumlief.
Keiner merkte, dass sie Fotos schoss, weil sie so unscheinbar und flink war. Ihre Arbeiten symbolisieren unsere Erinnerungen an New York, weil ihre Motive gleichzeitig Wärme und Pathos ausstrahlen. Kinder, Einwanderer, Armut, ganz unterschiedliche Gemeinschaften. Zusammengewürfelt, aber in einer Art erlesener Harmonie. Lisette Modell hatte eine Rolleiflex, bei der man von oben in den Sucher blicken musste. Deshalb wirken viele ihrer Figuren so ungeheuer riesig. Und hinter ihnen stehen diese mächtigen Wolkenkratzer, die wiederum sie überragen. Sie hat ihre Figuren unglaublich monumental in Szene gesetzt. Bedrohlich, manchmal unheimlich, morbide und unvergesslich. Diane Arbus war ein Phänomen, das unser Verständnis für die fotografische Vergangenheit New Yorks stark prägte. Einzigartig und nicht wiederholbar. Eigenwillig mit ihrer außergewöhnlichen Idee, dass die Banalität der alltäglichen Existenz eine Quelle des Schreckens und der Perversion sein kann. Arbus hat unsere Auffassung von Normalität auf den Kopf gestellt. Viele ihrer Charaktere hatten eine unterschwellige Verrücktheit. Nach Arbus war die Fotografie in New York nicht mehr dieselbe. Im 19. Jahrhundert hat man sich noch nicht viele Gedanken über den Stil von Fotos gemacht. Der kam erst gegen Ende der 1880er Jahre mit Alfred Stieglitz und Peter Henry Emerson und einigen anderen aus Großbritannien und den USA. So entstand die Kunstfotografie und mit ihr die Magazine. Und plötzlich fotografierten Zahnärzte aus Syosset Bäume im Sonnenuntergang, die japanisch aussah. Gleichzeitig gab es diese großartige dokumentarische Fotografie, die völlig unbeachtet blieb. Sie war überall. Ganz normale Leute wurden zu Fotografen. Es gab die Photo League, diese großartige Institution, deren Mitglieder manchmal zufällig interessante Bilder schossen. Andere wiederum stammten von wirklichen Künstlern. Ich habe einen Artikel über die Photo League und ihre Workshops gesehen. Ich glaube, es war im PM-Magazin mit einem Foto. Ich dachte mir, das ist meine Philosophie, genauso arbeite ich selbst. Es geht darum, das Leben der Menschen zu fotografieren. Wo sie leben, wie sie leben und was sie tun. Wie man ihr Leben betrachtet. Das hatte mit Menschlichkeit zu tun. Ich habe bei ihnen vorbeigeschaut und einen fortgeschrittenen Kurs für Tanz belegt. Das Tanzen hat mir geholfen. Wir lernten Choreografien. Der Raum, den man schafft, und der Raum um einen herum, wenn man auf der Bühne steht, ist sehr wichtig. Diesen Raum muss man mit auf die Straße bringen. Die Kamera sollte die Dinge so dokumentieren, wie sie sind. Wie haben die Menschen im Jahr 1950 ausgesehen? Mit ihren Cowboyhüten und Halstüchern. Wie sahen ihre Kleider und Häuser aus? Ich habe jahrelang die Lower East Side fotografiert. In den goldenen Zeiten der Photo League kamen berühmte Fotografen vorbei, um sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten. Es würde mich interessieren, was aus der Photo League geworden wäre, hätte man sie nicht als unamerikanisch bezeichnet.
Wenn man auf der Liste des FBI stand, konnte man Ärger bekommen. Die Leute sind deshalb aus Angst nicht mehr gekommen. Das war das aus. Wir haben nie über Kommunismus oder sonst etwas gesprochen. Aber wir wurden beobachtet, weil man dachte, wir ständen der Arbeiterklasse nahe, den armen Leuten. We are citizens of the United States. What are you going to do with these films that you make? Oh, I don't know. Hopefully they'll be important someday, right? Yeah, you never know, you know? Hopefully you'll be important someday, right? New York schien der einzige Ort zu sein, zu dem ich passte. Ich komme aus dem Westen Kanadas, sehr provinziell, konservativ und rückschrittlich. Man könnte es Stolz, Ehrgeiz oder sonst wie nennen. Aber ich wollte gleich im größten Becken schwimmen. Verstehen Sie? Ich wollte sofort am tiefen Ende reinspringen. Und so bin ich in der Lower East Side gelandet, dem perfekten Ort für mich. Damals war er gefährlich, mit vielen Drogen. Doch ich konnte mich mit den Menschen identifizieren. Deshalb habe ich mich so wohl gefühlt. Außerdem war dort eine bestimmte Energie. Wild, frei und irgendwie illegal. Es war, als wäre ich endlich angekommen. Ich habe andauernd die Menschen vor meiner Haustür fotografiert. Ihre Fotos habe ich dann ins Fenster gehängt und sie so berühmt gemacht. Irgendwann lichtete ich das gesamte Viertel ab. Von der 14. Straße bis zur Brooklyn Bridge. Ein riesiges Gebiet. Ich fotografierte Leute auf der Straße. Drogendealer, Banden, böse Jungs, gute Jungs. Ich habe kleine Tricks verwendet und anstatt lächeln, Muschi gesagt. Natürlich haben die meisten Typen darüber gelacht. Und so habe ich sie lächelnd erwischt. Und dann sehen sie wie gute normale Jungs aus. Ganz alltäglich. Es geht nicht um das Du als Individuum. Es geht um das Du als Gemeinschaft. Ich sehe meine Fotografie auf unterschiedliche Weise. Sie bewahrt einen Moment aus dem Jetzt für die Zukunft. Ich sehe sie als Werkzeug eines Aktivisten. Es verschafft einem Zugang zu Orten, die einem vorher verschlossen blieben. Der Tompkins Square Park Police Riot fand am 6. und 7. August 1988 statt. Nur ein paar Leute hatten Video- und Fotokameras dabei. Am Ende hatte ich 3,5 Stunden auf Band, die die gesamte Nacht dokumentierten. Das sorgte für jede Menge Medienrummel. Ich war überall im Fernsehen, einschließlich Oprah und CNN und in der New York Times. A man who went to jail rather than give police the videotape he made of a demonstration turned riot. It was a police riot. Zum ersten Mal wurde eine Videokamera als Protestwerkzeug eines Aktivisten gegen staatliches Fehlverhalten eingesetzt. Es hatte etwas Gleichberechtigtes. Dafür musste man nicht in Harvard Kunstgeschichte studiert haben. Was ich fotografierte und filmte, wurde von vielen als unsozial bezeichnet, weil es die Auseinandersetzungen mit der Polizei zeigte, die deswegen Probleme bekam. Es war aber nicht unsozial, sondern vertrat einen sozialen Faktor, den die meisten Menschen verdrängten. Wenn man sich einer Sache widmet, sollte sie meiner Meinung nach von Bedeutung sein. Das ist ein Grund, warum ich nach New York gekommen bin. Warum New York? Weil ich wollte, dass meine Arbeit Bedeutung erlangt.
Ich habe das Gefühl, dass es zu viele schlechte Bilder auf dieser Welt gibt. Aber es ist immer Platz für gute. Gute klären auf, unterhalten, amüsieren, wecken Gefühle in Menschen, informieren und bewirken Gutes. Ein Foto löst Gefühle aus, positive oder negative. Es kann nicht nur so daliegen, es muss zu einem sprechen, ein Lachen, Weinen oder irgendetwas dazwischen auslösen. Wenn es das nicht tut, ist es nicht interessant. Ein Bild muss kommunizieren, sonst ist es sinnlos. Ich habe bereits ziemlich viele Bilder geschossen. Manchmal sieht man Dinge, die man schon kennt und lässt es. Außerdem arbeite ich mit Film, nicht digital. Das Fotografieren ist ein Prozess. Ich mache ein Foto, entwickle den Film, dann kommen die Negative und dann die Abzüge. Ich mache alles zu Hause. Meine Dunkelkammer ist unten. Seit meinem 15. Lebensjahr habe ich eine Dunkelkammer. Es war anders als heute mit den digitalen Kameras, wo man sofort ein fertiges Bild hat. Die digitale Manipulation zerstört die Fotografie. Das ist das Bedauernswerte des Digitalen. Es macht alles zu einfach. Jeder kann fotografieren, doch nicht jeder schießt gute Fotos. Meine Kollegen sind nicht sehr optimistisch. Es ist eine schwierige Zeit. Film wird irgendwann überflüssig. Die Frage ist nur wann. Das Internet war keine Hilfe. Die Leute wollen Material für wenig Geld. Die Anforderungen sind niedrig. Für vieles braucht man gar keinen Fotografen mehr. Man benutzt Fotoarchive und bastelt sich etwas zusammen. Ein bisschen was von dem, ein bisschen was von dort und fertig ist das Bild. Fotografie ist ein demokratisches Medium. Jeder kann es verwenden. Durch Digitalkameras und das Internet wurde es zu einem demokratischen, weltweiten und universellen Medium. Jeder ist heute ein Fotograf. Auch unter ihnen wird es Genies geben. Die Möglichkeit, Fotos mit Mobiltelefonen oder Kameras zu schießen, wird neue Genies hervorbringen. Die Ergebnisse sieht man sofort. Die Leute werden sagen, es ist faszinierend, dass ich mich auf diese Art ausdrücken kann. Aber die Arbeiten haben den Look der digitalen Welt, der Welt von heute, zeitgenössisch. Natürlich gibt es überall jede Menge Müll, das wissen wir. Aber es warten auch Genies darauf, entdeckt zu werden. Jedes Mal, wenn ich auf den Auslöser drückte, dachte ich, das waren wieder 50 Cent. Und klick, 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 hat sich das schnell addiert, Film und Entwicklung. Jetzt kostet das klick, klick, klick nichts mehr. Es gibt keinen Grund, nicht mehr alles zu fotografieren. Nein, ich besitze keine Digitalkamera. Ich arbeite nur mit Filmen. So wird man ehrgeiziger. Wahrscheinlich liegt es daran, dass man nicht sofort weiß, was man hat. Dadurch kann man bessere Ergebnisse bekommen. Ich habe kein Photoshop. Ich mag keine Computer. Ich mag E-Mails und Google, das war's. Es ist zu präzise, das macht mir Angst. Große Angst. Ich könnte nie genügend Laufwerke kaufen, um meine Daten zu sichern. Sie sehen es ja, mein gesamtes Haus wäre eine Festplatte. Und dann bräuchte ich noch ein Haus, um von diesem hier ein Backup zu machen. Es würde kein Ende nehmen. Ich habe zu große Angst davor, meine Arbeiten nicht sichern zu können. Natürlich könnte ich, aber es würde mir schwerfallen. Ein Bild ist ein Bild. Wen interessiert da das Werkzeug? Es ist doch egal, wie man ein Bild macht. Es kommt auf das Bild selber an. Veränderungen sind unvermeidlich. Was nehmen diese Kameras dort draußen auf und was nicht? Wird es später noch Leute geben, die analog arbeiten? So wie früher? Darüber denke ich nach. Ich war 10 Jahre alt, als mich ein Freund besuchte, Sammy Nichols.
Er fragte, willst du in meinen Keller kommen, Fotos entwickeln? Und ich, was ist das? Komm mit. Also bin ich mit Sammy in seinen dunklen, feuchten Keller mit einer roten Glühbirne gestiegen und habe etwas entwickelt. Plötzlich erschien ein Bild. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich bin nach Hause gerannt und fragte meine Mutter, ob ich eine Dunkelkammer bekomme. Ich habe wie ein Mönch gelebt. Am Boden eine Matratze und eine vertrocknete Pflanze. Es war eine Kombination aus Dunkelkammer und Küche, wo ich gefrorene Hershey-Riegel und Hähnchen essen konnte, während ich entwickelte. Ich wollte nur Fotos machen. Alles andere war mir egal. Man kann schnell die Privatsphäre anderer verletzen. Und Privatsphäre ist wichtig. Ich habe immer versucht, Kontakt mit den Leuten aufzunehmen und ihnen die Fotos anzubieten. Selbst die Leute, die ich für mein Buch Brooklyn Gang fotografierte, haben Bilder bekommen. Ich habe sie auf meine Weise gesehen und sie mich auf ihre. So wurde ich für sie fast unsichtbar, weil sie sich mit mir hinter der Kamera sicher fühlten. Ich habe ihnen Fotos geschenkt. Nicht nur die von ihnen selbst, auch andere. So bekamen sie eine Welt außerhalb ihrer eigenen zu sehen. Das stärkte unsere Bindung, denn sie waren sehr deprimiert, wütend und arm. Sie hatten keine Chance auf ein besseres Leben. Ich war auch wütend, aber ich hatte eine Perspektive. Ich hatte Arbeit und ein Leben. Sie nicht. Die 100. Straße galt als die schlimmste der Stadt. In der 100. Straße habe ich mit einer Großformatkamera von Linhof gearbeitet. Ein Klassiker. Ich war ein echter Fotograf, weil ich unter dem schwarzen Tuch verschwand und an der Kamera herumfummelte. Die Pose hier ist wunderbar. Würde. Sie hat dem Fotografieren eine Würde verliehen. Wenn ich mit meiner kleinen Leica, Nikon, Canon oder was weiß ich... Das war mir zu wenig. Mit der Großformatkamera muss man genau wissen, was man will. Man muss mit seinem Modell zusammenarbeiten. Die Zeit spielte keine Rolle. Es ging nicht um den perfekten Zeitpunkt, nicht um das Spannungsmoment, wie in den Gangbildern. Es war anders, eine andere Erfahrung. Ende der 1970er, Anfang der 80er Jahre, war die U-Bahn in einem erbärmlichen Zustand. Sie war unsicher, unpünktlich, mit Graffiti beschmiert und verdreckt. Ich habe damals viele Bücher über die Tigerjagd gelesen. Daraufhin habe ich mich in der U-Bahn wie ein Tigerjäger verhalten, der über ein Feld läuft. Tiger greifen von hinten an. Ich war also immer auf der Hut. Und einmal wurde ich auch angegriffen. Mit der Zeit wurde ich süchtig nach der U-Bahn. Wenn ich ihr Rattern unter unserem Schlafzimmerfenster hörte, sprang ich auf wie ein Werwolf. Manchmal bin ich um 1 oder 2 Uhr nachts runtergegangen und bis Sonnenaufgang geblieben. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Normalerweise hatte ich meine Kamera nicht dabei. Man kann nicht zu den Leuten gehen und sagen, ich möchte sie fotografieren und in die Fototasche greifen. Wenn jemand zögerte, zeigte ich ihm mein Album mit Arbeitsproben. Ein Hochzeitsfotoalbum mit goldenem Rand.
Es war wie eine Hochzeit zwischen mir und meinem Modell. Außerdem war die U-Bahn sexy. Für eine Dauer von 10 Sekunden hatte ich kleine Liebesaffären mit Frauen, die ich nie wieder sah. Es war wie die Schöne und das Biest. Manchmal war das Biest schön. Viele Menschen haben sich darüber gefreut, dass ich etwas in ihnen gesehen habe. Man wird ja sonst nicht oft beachtet. Ich erwarte nicht, dass alle wie ich sind. Wenn 42 Bruce Gildens herumrennen würden, das wäre ja noch schöner. Das Fotografieren würde wahrscheinlich verboten werden. Niemand dürfte mehr Bilder in den Straßen von New York machen. Ich bin ein typischer Straßenfotograf. Als Kind in Williamsburg, einem Stadtteil von Brooklyn, beobachtete ich aus meinem Fenster im 2. Stock das Straßenleben und war fasziniert. Außerdem beeinflusste mich das Fernsehen, weil ich den Film Noir mochte und Schatten. Manchmal begleitet mich jemand bei meinen Streifzügen und sagt, da ist jemand für dich. Aber ich will nicht das Wort stylisch verwenden, aber viele Leute sind zu ordentlich angezogen. Sie wirken zwar wie ein Charakter, sind es aber nicht. Der Hut ist zu schön, alles wirkt zu gewollt, zu geplant. Sie sind kein eigener Typ. Etwas muss herausstechen und mich packen. Dabei meine ich nichts Vulgäres, nur ein Detail, das mich anspricht. Manche sind etwas extremer, andere habe ich extremer gemacht. Es sind ganz normale Menschen. Aber ich sehe etwas Anziehendes in ihnen. Etwas, das meinen Wunsch weckt, sie zu fotografieren. Ich muss in die Gesichter der Leute springen, damit sie sich vom Hintergrund abheben. Mit dem Blitzlicht kann ich meine Gefühle für die Stadt veranschaulichen. Es zeigt den Stress, die Energie, die Geschwindigkeit und die Angst der Menschen. Man kann nicht jeden Menschen und jede Situation fotografieren. Sonst würde ich jetzt nicht hier mit ihnen sitzen und reden. Dort draußen fühle ich mich ein bisschen wie ein Regisseur. Wenn sich jemand von mir abwendet, denke ich, Mist, er setzt meine Anweisungen nicht um. Die Sache mit der Unsichtbarkeit ist meiner Meinung nach überbewertet. Mit einer kleinen Kamera wird man zum Kriecher und ändert die Spielregeln. Man kann unsichtbar und gleichzeitig nah dran sein. Manchmal bin ich so nah, dass die Leute nicht merken, dass ich sie fotografiere. Sie drehen sich um, weil sie wissen wollen, wen ich fotografiere. Dieses Bild habe ich geschossen, weil mir gefallen hat, dass sie am Strand BH und Unterhose trägt. Jemand fragte, was fotografiert er denn? Und sie sagte, etwas dort drüben. Das war sehr interessant. Ich wollte ein Bild von seinem Gesicht machen, weil ein Teil seines Kiefers fehlt. Also habe ich mich mit ihm unterhalten. Ich fragte ihn, ob ich eine Nahaufnahme von seinem Gesicht machen dürfte. Er sagte, ja klar. Er hat diese wunderschönen, fließenden Haare. Ich wünschte, ich hätte sein Haar, nicht sein Kinn. Es lässt ihn wie einen schönen Vogel aussehen. Die Menschen in meinen Bildern sind nicht einfach nur Menschen. Sie symbolisieren das, was ich sehe. Durch sie drücke ich meine Sicht auf die Welt aus, die in meinen Augen kein guter Ort ist. Ich mag meine Arbeitsweise, weil ich glaube, alles richtig zu machen. Ich lasse mich nicht schikanieren oder einschüchtern. Ich bin kein Schwächling da draußen. Wenn Sie mir in die Augen schauen, werden Sie erkennen, dass ich nicht normal bin.
Ich habe ein paar ziemlich verrückte Sachen gemacht. William Klein ist ein böser Junge, der Bandit in der Geschichte der fotografischen Herangehensweisen. Als er in den 1950er Jahren nach New York kam, schien es, als hätte er noch eine Rechnung offen. Da ist diese seltsame, unharmonische Mischung aus Vertrautheit und Distanz in William Kleins Blick auf New York. Sie symbolisiert die Verbitterung über die Anerkennung, die ihm die Stadt zuteil werden lässt, und zugleich seine Freude darüber. Robert Frank hat Bilder von New York erschaffen, die im krassen Gegensatz zu all den Fotokampagnen stehen, die fröhliche und gesellige Menschen zeigen, die die Stadt in ihrem besten Licht erscheinen lassen. Sein New York ist ein Zusammenspiel aus Subkulturen und erschöpften Blicken. All das scheint durch seine kraftvollen Werke durch. Er hat zum Mythos der Stadt beigetragen, in der man ein waches Auge braucht. Menschen denken, dass ich ein bestimmtes Ziel verfolge, wenn ich sie fotografiere. Manche mögen das nicht. Das führt hin und wieder zu Problemen. Manche Kameraobjektive sind gute Waffen. Wenn man den Riemen fest um die Hand wickelt und die Kamera so hält, lassen sie einen meistens in Ruhe. Ich sollte Gewichte stemmen, weil ich das Gefühl haben will, mich verteidigen zu können. Ich nehme nur wenig Equipment mit, verstecke es aber auch nicht. Meine Kameratasche ist alt und verschlissen. Außerdem versuche ich, abgeklärt zu wirken. Einmal haben mich Graffiti-Kids mit in den Zug gesperrt. Sie hatten Schlüssel, mit denen sie sich einsperren konnten, um ungestört alles vollsprühen zu können. Weiße Kinder aus Yonkers. Einmal wollten mich Leute aus einer Straße drängen. Das Ganze eskalierte und ein paar Polizisten verprügelten mich. Ich war blutüberströmt, hatte ein paar Zähne verloren und einen zerrissenen Pulli. Ich habe mal einen Typen gesehen, das ist ungefähr 10 Jahre her. Ein harter Kerl. Mit rasiertem Schädel und tiefen Narben auf dem Kopf. Ich dachte nur, scheiß drauf, ich fotografiere ihn trotzdem. Ich habe also abgedrückt und er kam rüber und sagte, mach das noch einmal und ich... Ich habe nichts mehr gesagt, weil er mich hätte packen und durchs Fenster werfen können. Das klingt heute irgendwie komisch und veraltet, weil sich unser Verständnis für Öffentlichkeit und Privatsphäre durch neue Technologien und neue soziale Verhaltensweisen grundlegend verändert hat. Wir sind alle Exhibitionisten oder wollen für kurze Zeit über die neuen Medien wahrgenommen werden. Dass jemand keine Kamera im Gesicht haben möchte, ist irgendwie überholt.
Ich höre jeden Tag um 3 Uhr die Blues Hour auf Jazz 88. Wenn ich durch die Straßen laufe, brauche ich einen Soundtrack. Mein Viertel wurde von diesen neuen Schmalz-Rappern überschwemmt. Damit kann ich mich abgrenzen. Seit 20 Jahren lebe ich hier in der Charles Street, bin aber im Village aufgewachsen. Ich habe dieses völlig schräge, gekünstelte, verrückte und verrückt angezogene Mädchen in der Danceteria getroffen. Wir haben uns gut verstanden und sind ins Roxy und ein paar andere Clubs gegangen. Sie hatte ihre kleine Kamera dabei, eine Minolta Autofocus Hi-Matic. Ich habe es locker angehen lassen und nicht so ernst genommen. Es war einfach etwas, was wir zusammen machten. Im Frühjahr 1985 hat sie mich für eine Lusche in Batik-Yoga-Hosen verlassen. Ich war stinksauer und dachte mir, die Schlampe wird es bereuen, dass sie mich wie ein aufgeweichtes Canolo sitzen ließ. Ich schnappe mir eine Kamera, werde berühmt und sie wird heulen, dass sie mich abserviert hat. Im März 1985 habe ich groß verkündet, dass ich Fotos machen werde. Ich war Fahrradkurier, Aushilfslehrer, Limonadenverkäufer und Tourfotograf. Ich hatte eine Menge Scheißjobs, aber ich hatte immer meine Kamera dabei, um ihre Realität zu bekämpfen. Das hier habe ich im Sommer 1986 an meinem Limonadenstand aufgenommen. Ich mag es, weil der Hund so cool ist. Und ich habe ein berühmtes Bild von Cindy Crawford, das ich im Club MK geschossen habe. Da war ich Hilfskellner und habe gerade die Damentoilette sauber gemacht. Als ich mich umdrehte, stand sie da. Oh Scheiße, darf ich dich knipsen? Ich schätze, meine Anziehungskraft hat sie überwältigt. Das ist in der Toilettenkabine. Debbie Mazur. Ich liebe sie, Mann. Lawrence Fishburne, ihn auch. Ich weiß nicht mehr, wie es kam, dass wir zusammen Zeit verbrachten. Da gibt's ein paar gute Fotos, er mochte mich. Run von Run DMC hat mich mit seinem Auto abgeholt und wir sind rumgefahren. Just doing a photo shoot with Run DMC. Come over here, man. I want to get the nice sundown. It's nice. It's aesthetic. Hey, and silly as your hair do it. I mean, your hair is the fucking Adam Harvest in the front. Dundee White, Graffiti-Legende. Keine Ahnung, wie ich an die Jungs rangekommen bin, außer dass sie wussten, dass ich cool bin. We're in the palace of the rap Svengali, Mr. Russell Simmons. Alice. How are you, bud? Cold, Mickey. I love the way you've dressed for today's interview. Mein berühmtestes Foto? Wahrscheinlich das von Warhol und Basquiat. Ich war auf dem Weg zur Shafrazi Gallery, um ihre Vernissage zu sehen. Ich hatte mich mit Zephyr und Revolt getroffen, einem Graffiti-Duo. Ich hing wie eine Klette an ihnen. Dann haben wir Warhol und Basquiat aus der Houston Street kommen sehen. Ich fragte einfach, ob sie etwas dagegen hätten, wenn ich ein Foto schieße. Basquiat kannte mich schon, er war immer sehr nett zu mir. Sie blieben stehen und posierten. Ich schoss das Foto und sagte Danke. Ich habe also innerhalb einer Minute 2 dynamische Duos abgelichtet. Und das am Anfang meiner Karriere. Karriere. Meine Hauptbeschäftigung ist, in Bewegung zu bleiben. Anschaffen im Grunde. Aufwachen. Darauf achten, dass es noch Tag ist. Hose anziehen. Telefonate erledigen und das Haus verlassen. Herummanövrieren.
Ich sehe das alles nicht als selbstverständlich an. Ich muss vorbereitet sein, weil sich selbst auf dem Weg zum Lebensmittelladen ein tolles Foto ergeben kann. Das passiert. Straßenfotografie ist wie Radio. Die Playlist ist unendlich. Es gibt keinen Grund, die Kamera nicht mitzunehmen. Ich muss sie nur umhängen. Wenn ich das nicht schaffe, bin ich im falschen Geschäft. Ich finde es schwierig, Menschen ohne ihr Wissen zu fotografieren. Es kommt vor, aber es hat etwas Magisches, einen Fremden von meiner Aufrichtigkeit zu überzeugen. '77 ging ich zur Army und dachte, wenn ich nach Amerika zurückkomme, werde ich immer Fotos machen. Als ich 1980 zurückkam, musste ich verschiedene Stationen meines Lebens zurückerobern. Seitdem habe ich jeden Tag meine Kamera dabei. Als ich in Downtown Brooklyn die Gangs fotografierte, entdeckte ich die psychologische Seite der Fotografie. Man sieht einen Anführer und nimmt ihn in Augenschein. Als Soldat lernt man die Zeichen zu lesen, das Ausspähen und Erkennen von Anführern. Wenn ich das Alpha-Männchen erkannt hatte, musste ich zuerst ihn fragen, um alle anderen fotografieren zu dürfen. Ein Anführer ist meistens mit Schmuck behangen, um sich von den anderen zu unterscheiden. Also mache ich ihm Komplimente. Das ist Teil der Psychologie. Ich sage ihm, wenn ich dich anschaue, sehe ich Macht und Stärke, eine mächtige Person. Und er sagt, das stimmt. Ich schieße ein Foto und vergrößere es. Er zeigt es seinen Leuten. Jo, guckt euch das an. Jetzt wollen sie alle fotografiert werden. Sie nannten mich den Fotomann. Ich war einfach mit dabei. Im Alter von 17 bin ich zur Army gegangen und mit 20 zurückgekommen. Ich habe also vieles verpasst. Zum ersten Mal wurde ich mit Prostitution und Obdachlosigkeit konfrontiert und das wollte ich festhalten. Ich habe sie nicht nur fotografiert, sondern wollte wissen, warum diese Frauen obdachlos wurden. Mit 20 Jahren habe ich versucht, sie von der Straße zu holen. Im Grunde war ich ein Straßenlehrer. Ich hatte einen Grund für meinen Beruf. Anfangs war das gefährlich. Einmal habe ich, ohne zu fragen, eine Prostituierte fotografiert, die es einem Geistlichen besorgte. Sie fing an zu schreien und der Kunde lief weg, ohne zu zahlen. Ihr Zuhälter kam rüber. Ich sagte, bei allem Respekt, bevor ihr mich verprügelt, lasst mich erklären, was ich getan habe und warum. Nach meiner Erklärung meinte er, weißt du was, ich respektiere dich. Von heute an hast du meine Erlaubnis, hier jederzeit zu fotografieren. Du musst in Zukunft einfach nur fragen. Das hat mich damals die Notwendigkeit des Fragens gelehrt. Dafür wurde ich später kritisiert. Die Leute haben gesagt, meine Arbeiten wären zu gestellt. Aber ich habe immer gefragt. Ich heiße Jamel Chebess, darf ich sie fotografieren? Ich kann an ihrem Lächeln erkennen, was ich ihnen gegeben habe. Wenn ich die lächelnden Gesichter sehe, weiß ich, dass ich eine gute Atmosphäre geschaffen habe. Und dann fühle ich mich gut. Let's
Ich bin in den Vororten Philadelphias aufgewachsen. Mit 8 Jahren kam ich von der Schule nach Hause und sagte, ich muss hier raus. Und so ist es geblieben. Meine Freiheit war immer ein Thema. Ich habe immer daran gedacht, nach New York zu ziehen, schon als Kind. Als ich nach New York kam, ging ich in den Central Park. Außerdem war ich auf Veranstaltungen, um das Drumherum zu fotografieren, nicht unbedingt das eigentliche Ereignis. Ich liebe die Straße noch immer und gehe viel raus. Es ist eine Herausforderung. Straßenfotografie ist die schwierigste Art der Fotografie, weil man beim Gehen denken muss. Man läuft eine Straße entlang, biegt rechts ab und etwas Wunderbares passiert. Wäre man links abgebogen, wäre nichts passiert. Man muss das Foto in einem bestimmten Augenblick schießen. Ich bin altmodisch und fotografiere analog. Aber ich bin vor allem altmodisch, weil ich nicht daran glaube, dass man ein Bild zurechtschneiden kann. Ein Foto entsteht in der Kamera. Ich muss zugeben, dass es eine Frau schwerer hat als ein Mann. Nicht nur, weil man als Frau am Anfang weniger Jobs bekommt. Es geht auch darum, dass Frauen körperlich unterlegen sind. Aber es hat auch Vorteile, eine Straßenfotografin zu sein. Als Frau kann ich an eine Tür klopfen und werde hereingelassen, weil ich weniger bedrohlich als ein Mann wirke. Oft führt einen das Motiv zum Bild. Es übernimmt die Entscheidung. Ich glaube nicht so sehr an starre Konzepte, wenn es um Porträts geht. Es ist schöner, wenn es von den Porträtierten selber kommt. Ich versuche, Fotos mit Kultstatus zu erschaffen. Das ist schwierig, aber mein Ziel, Bilder zu machen, die für sich stehen und keine bestimmten Geschichten erzählen. Filme erzählen Geschichten. Fotos sollten einzelne, kraftvolle Bilder sein. Ich weiß nicht, ob meine Bilder soziale Veränderungen bewirken. Vielleicht schärfen sie aber das Bewusstsein der Menschen. Meiner Meinung nach wird in der heutigen Kunstwelt die reale, die dokumentarische Arbeit nicht ausreichend gewürdigt. Das ist schade, denn ich liebe und sammle diese Arbeiten. Und ich habe mich für diesen Beruf entschieden. Ich liebe Fotos von Menschen und von Tieren. Aber ob Mensch oder Tier, die Kunstwelt denkt immer an das Dekorative. Und starke Bilder sind nicht sehr dekorativ. Es gibt so viele großartige Dokumentarfotografen. Doch es gibt keine Möglichkeit, ihre Arbeiten zu sehen. Das ist wirklich traurig, denn meine Lieblingsfotos aus historischer Sicht sind Fotos über die Realität. Die Menschen unterhalten sich nicht über Straßenfotografie. Sie ist ein bisschen nostalgisch. Also ist es nicht leicht, die Begeisterung dafür aufrechtzuerhalten. Es wird immer weniger von uns geben, die auf der Straße 35mm Filme verschießen. Und das ihr Leben lang. Mit zunehmendem Alter fühle ich mich mit der Wichtigkeit unserer Arbeit stärker verbunden. Mit der menschlichen Verfassung, die sie zeigt. Die reale Welt und das Leben. Wir Bildermacher tragen die Verantwortung, einen ehrlichen und individuellen Beitrag zu leisten. Ich fange das Leben auf meine Art ein. Das könnte der erste Film sein, den ich je verschossen habe. Tatsächlich. Tatsächlich, das ist er, 1966, direkt auf der Straße. Bilder sind überall, wenn man in der Stimmung ist. Wenn man schlechte Laune hat, sehen alle im Bus wie Wahnsinnige aus, wie Verrückte und Trottel.
Aber wenn man gut gelaunt ist und jemanden anlächelt, kommt die Überraschung, er lächelt zurück. Jedes Bild muss sagen, das gibt es nur in New York. Manchmal verlasse ich das Haus und wenn ich Manhattan erreicht habe, habe ich schon 3 Filmrollen verschossen. Die Dinge ändern sich ständig. Es gibt immer etwas Neues. Das Leben und die Menschen ändern sich. Ich versuche, die Dinge so zu zeigen, wie sie sind, ohne irgendeinen Blödsinn, ohne die Menschen zu verurteilen. Ich begeistere mich immer mehr für meine Arbeit und ich fotografiere immer mehr. Wahrscheinlich, weil meine Zeit auf diesem Planeten knapper wird. On this planet, I guess. A street can be like eine Straße kann wie das Ende eines Nervs sein. Es ist nicht die Straße an sich, sondern das Leben in ihr und wohin sie einen führt. Das ist wichtig. It's out there. Alles ist da draußen. Ich mache immer weiter und versuche es richtig zu machen. Nach wie vor. Die Fotografie beschreibt die Dinge nur, mehr macht die Kamera nicht. Du siehst es, drückst ab und die Kamera beschreibt, was sich vor einem abspielt. Etwas geschieht, etwas Persönliches. Obwohl es nur ein Apparat ist und nur den Bruchteil einer Sekunde festhält, verstehen wir als Menschen diesen kleinen zwischenmenschlichen Austausch. Auf der Straße bin ich glücklicher. Dort habe ich die Möglichkeit, in der ganz normalen Realität die Qualität der Dinge zu erkennen. Für einen kurzen Moment. Ein Tausendstel Sekunde der Anerkennung. Wenn man das akzeptiert, kann man so arbeiten. Es gibt viele Menschen, die nicht glauben, dass sich ihnen die Welt auf diese Weise offenbart. Sie sehen sie nicht, weil sie nicht danach suchen. Changing right in front of my eyes. And some people
They're talking about your demise. They say it's gonna fall apart. I don't know about that. All I know is you're... Oh, baby, you are just where it's at. And that's that. And that's that. And that's that. I love you, New York. Now, worlds, don't be jealous. I love you too. And I love you, Cam. This is a song about New York. I love you, New York. I ain't never gonna leave you. My son. You're so beautiful.